Todesursache war, wie der Gerichtsmediziner ja schon gesagt hat, Genickbruch. Der Todeszeitpunkt war zwischen 12 und 12.30 Uhr. Das wäre ja auch schon. Ja, dafür haben wir immer noch kein eindeutiges Motiv. Wir wissen nur von dem Streit am Telefon, von dem dir die Frau des Toten erzählt hat. Also wenn das mit dem Telefonat so stimmt, ist Täter einer der Partygäste. Ja. Wenn der Täter auf der Party war, dann können wir doch den Kreis der Verdächtigen ganz gut eingrenzen. Dann kommt eigentlich nur der Gastgeber in Frage oder der Pfarrer. Richard, das kann und will ich nicht glauben. Ja, dann war es halt doch der Gastgeber, Rainer. Also die Ehefrau des Opfers hat mir erzählt, dass die Frau von diesem Rainer mächtig scharf auf den Toten gewesen sein soll. Vielleicht hat dem Rainer das nicht gepasst. Moment mal, ihr wisst ganz genau, dass er ein Alibi hat. Unser Gastgeber war in seinem Labor und der Pförtner hat es bestätigt. Dann war es doch der Pfarrer. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Komm, wir fahren jetzt zur Kirche. Viel Spaß. Silke hat mir schon erzählt, was passiert ist. Furchtbar. Ich habe sofort Rainer versucht anzurufen, aber die geht nicht ans Telefon. Wisst ihr denn schon, wer das war? Die Ermittlungen laufen natürlich noch. Mark hat kurz vor seinem Tod mit jemandem aus der Gruppe, die im Spielenachmittag dabei war, telefoniert. Wir haben mit allen gesprochen, außer mit dir. Also, ich habe ihn nicht angerufen. Wo warst du denn heute zwischen 12 und 12.30 Uhr? Na hier. Ich habe alles für die nächste Andacht vorbereitet. Kann das jemand bezeugen? Nein, keiner. Außer mir war niemand hier. Hat sich Mark an dich gewandt, wegen irgendeines Problems? Hat er mit dir gesprochen? Nein. Das heißt, er hat mir etwas anvertraut. Mehr oder weniger wie eine Beichte, deshalb konnte ich nichts sagen. Und was hat er dir anvertraut? Mark ist tot. Mark hat gesagt, dass seine Frau ihren Stiefbruder versteckt. Der wird schon seit Monaten von der Polizei gesucht. Bernd Wiegand heißt er. Bernd Wiegand? Ja, Mark wusste einfach nicht, was er tun sollte. Und da habe ich ihm geraten, er soll mit dem Stiefbruder seiner Frau sprechen und dass er sich stellt. Er wollte auch schon mit dir sprechen. Vielleicht hat er irgendwas mit der Tat zu tun. Wir müssen unbedingt mit seiner Frau reden. Ich verstehe das alles nicht. Mein Mann ist tot und ihr bestellt mich hierher wie eine Verbrecherin. Ja, da sind Sie selbst schuld. Wir kennen Ihr Geheimnis, Frau Sander. Wie bitte? Was meinen Sie? Rainer, wir wissen doch ganz genau, dass du deinen Stiefbruder versteckst. Aber er hat nichts getan. Das war ein Unfall damals. Ach, ein Unfall. Er hat einen Mann erschlagen und das für ein paar Euro. Und bei seiner Festnahme hat er auch noch einen Polizeibeamten verletzt. Von wegen Unfall. Ihr Mann wusste ganz genau, dass Sie Ihren Stiefbruder verstecken. Und deswegen glauben wir, dass Ihr Stiefbruder Ihren Mann umgebracht hat, weil er Angst hatte, dass er zur Polizei geht. Nein, mein Stiefbruder würde sowas nie machen. Der Totschlag, das war doch nur Notwehr. Rena, du musst uns jetzt sagen, wo dein Stiefbruder ist. Dann reden wir mit ihm und dann können wir ja vielleicht auch alles aufklären. Mensch, verstehen Sie doch, Sie machen sich selbst strafbar. Er ist im Römerwald. Da ist so eine Hütte. Da versorge ich ihn mit Essen und allem Nötigen. Ach. Guck mal, Gerrit. Sieht aus, als hätte Rainer die Wahrheit gesagt. Mhm. Alex, wir bleiben so lange hier, bis er hier auftaucht. Ich verstecke den Wagen, ja? Okay. Da siehst du. Okay, los. Thank you.
Polizei! Die Hände hoch! Ganz ruhig, meine Denken Sie nicht dran. Ich bin unschuldig. Das war Notwehr. Glauben Sie mir. Bitte. Ihr Schwager wollte, dass Sie sich stellen. Und Sie wollten das nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Wie geht's denn meiner Schwester? Tja, was glauben Sie denn? Also im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, dass ich Mark nicht getötet habe. Ich meine, okay, wenn ich's nicht war, wer war's dann? Ja, genau das fragen wir uns auch. Was denn mit dem Pfaffen? Was soll denn mit dem Pfarrer sein? Ja, ich habe meiner Schwester einen Gefallen getan und ihre Freundin Silke beobachtet. Sie hatte den Verdacht, dass die Silke was mit meinem Schwager am Laufen hat. Ja, können Sie mal ein bisschen auf den Punkt kommen jetzt hier? Ja, als ich den Freitag gefolgt bin, habe ich ein Gespräch von der Silke und dem Pfarrer in der Kirche belauscht. Und das war schon ziemlich heftig. Was war heftig? Ja, die Silke war voll in Panik, weil die hatte halt Angst, dass ihr Mann rausgekriegt hat, dass ihr Kind gar nicht von ihm ist. Und sie hat ihn nämlich vor anderthalb Jahren im Urlaub betrogen. Sind Sie sich ganz sicher? Ja. Weiß Ihre Schwester von diesem Gespräch? Nö, noch nicht. Okay, das war schon mal ganz hilfreich. Kannst du ihn bitte wieder zurückbringen, ja? Dankeschön. Hey, Gerrit. Hattest du was mit der Frau im Urlaub? Michael, natürlich nicht. Aber tut mir so einiges klar. Ja, was denn? Als ich mit ihm in der Küche stand an diesem Spielenachmittag, ja, da hat er mir ein Haar von der Schulter genommen. Und? Ja, überleg doch mal. Er arbeitet in so einem Labor. Für ihn ist es überhaupt kein Problem, so eine Analyse zu machen. Vielleicht hat er gedacht, ich wäre der Vater. Achso, du glaubst, er checkt jetzt alle Männer ab, die mit dem Urlaub waren? Ja. Und nachdem mein Resultat negativ war, natürlich negativ war, hat er vielleicht angenommen, dass das Opfer, also Mark, der Vater des Kindes sein könnte. Hallo, ich habe leider gar keine Zeit. Ich muss sofort los. Wir müssen mit deinem Mann reden, dringend. Das will ich auch. Ich suche ihn auch. Silke, wo ist er? Wir müssen davon ausgehen, dass er der Mann war, der mit Mark den Streit hatte. Es ist alles meine Schuld. Gerrit, bitte, ich muss ihn suchen, bevor noch ein Unglück passiert. Hör mir jetzt gut zu. Wir wissen, dass dein Sohn nicht von einem Mann ist, sondern von Mark. Wie? Wie kommt ihr darauf, dass Lukas Marks Sohn ist? Silke, lüge uns jetzt nicht an. Das tue ich nicht. Lukas ist nicht Marks Sohn. Er ist der Sohn von Richard. Dem Pfarrer? Ja. Es war im Urlaub. Wir waren beide allein und wir hatten was getrunken. Und es war sehr romantisch und dann ist es passiert. Weiß dein Mann das? Ich glaube, ja. Er hat ein Telefonat mitgekriegt, was ich mit Richard geführt habe. Deswegen bin ich ja so nervös. Ich muss ihn finden. Richard ist mit Sicherheit wieder in die Kirche gefahren. Du hast jetzt gerade eben das Telefonat geführt. Ja. Ihr glaubt doch nicht, er tut dem Pfarrer etwas an. Wir fahren sofort dahin. Du bleibst hier und dann melde dich, wenn der Mann hier wieder auftaucht, okay? Okay. Keiner da. Wie konntest du mir das antun, Richard? Du bist ein Pfarrer. Hörst du die Stimme? Komm, was ist das Kristall? Ein blöder Zufall, Rainer. Deine Frau, die liebt dich. Es tut mir wirklich leid, Rainer, was passiert ist. Ich wünschte, ich könnte das... Rainer, ich weiß, dass du Mark nicht mit Absicht töten wolltest. Ich war so wütend. Ich meine, er hat ja nun auch alles abgestritten. Er war es ja nur noch nicht. Dann habt ihr euch geprügelt. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, wie das ist, wenn du erfährst, dass du noch nicht mal der Vater deines eigenen Kindes bist? Da habe ich um mich geschlagen und plötzlich ist er ausgerutscht. Woher weißt du denn, dass du nicht der Vater von Lukas bist? Ich hatte eine Geliebte. Die wollte mir wiederum ein Kind anhängen, aber sie wurde nicht schwanger. Ja, hat mich halt mit den Worten verlassen, dass ich ein Loser bin und ja noch nicht mal Kinder in die Welt setzen kann. Du betrügst Silke und flippst aus, weil... Rainer, hast du dich testen lassen, als sie das behauptet hat? Hab ich. Kam halt dabei heraus, dass ich halt seit frühester Jugend unfruchtbar bin. Kommst du bitte mit ins Kalf? Wird die junge Familie an den tragischen Ereignissen zerbrechen? Gleich bei K11. Rein
Rainer Lang wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Seine Ehefrau besucht ihn regelmäßig mit dem Baby im Gefängnis. Das Paar will nach seiner Entlassung nochmal von vorne beginnen.